Wir stehen mit Martin Buchwieser auf dem Christkindlmarkt. Sind Sie denn überhaupt ein Weihnachtsmensch? Eher weniger. Also ich finde es zwar alles ganz schön, aber der ganze Trubel ist mir ein bisschen zu viel. Weihnachten kann man in Ihrem Beruf ja eh nicht so hundertprozentig feiern. Dieses Jahr wieder am 23. Auswärtsspiel in Augsburg, am 26. Heimspiel gegen Berlin. Ja, so wirklich erholen oder mal abschalten, 2 Tage kann man jetzt doch nicht. Na, natürlich ist es gerade über Weihnachten ein bisschen kurz, weil man die Familie so oder so kurz dann sieht. Aber das ist der Job, das gehört dazu und dafür spielen wir öfter, das ist auch ganz schön. Wenn wir jetzt mal zu den Anfängen zurückblicken, wann standen Sie zum ersten Mal auf dem Eis? Ich glaube, ich war 2 oder 3 Jahre alt. Warum? Wer hat Sie da draufgestellt? Wir sind damals auf dem See immer zum Schlittschuhlaufen gegangen als Familie und dann war ich dabei. Wahrscheinlich war ich schon im Kinderwagen dabei, aber zum ersten Mal richtig selber mit Schlittschuh, das war so 2, 3. Wann hat sich herausgestellt, dass es mehr als ein Hobby ist? Ich glaube mit 14 dann, wo man dann doch entscheidet, ob man Profi werden will oder nicht. Und ja, das war so die Zeit, wo man dann gesagt hat, okay, man probiert es und hat er geflacht. Wie ließ sich das dann mit Schule und so weiter verbinden? Natürlich leidet die Schule schon ein bisschen, gerade wenn man sagt, man muss oder man trainiert viel, man spielt viel, aber ich habe es geschafft und es ist schon irgendwie geil. Was waren dann Ihre Karrierestationen, auch so im Hinblick auf die Nationalmannschaft? Sie waren noch sehr jung beim ersten Nationalmannschaftsauftritt. Ja, ich war zuerst in meinem Heimatverein, mein SC Rissersee. Hab da Oberliga und Zweite Liga gespielt, bin nach München gewechselt, sind dort aufgestiegen in die DL. Und ja, in meinem ersten Jahr ist dann der Anruf gekommen und habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich für Deutschland spielen kann. Denkt man denn jetzt schon an die Zeit nach dem Sport? Natürlich macht man sich Gedanken, was sein könnte, aber ich habe nur vor ein paar Jahre zum Spielen und deswegen hoffe ich mal, dass ich noch lang genug spielen kann. Welchen Spielstil spielen Sie? Wie kann man den beschreiben? Ich glaube, dass ich mit sehr viel Energie spiele, sehr körperbetont spiele und ich hoffe, dass ich dadurch meine Mannschaftskollegen Räume schaffen kann und so würde ich das beschreiben. Wie sind Sie generell so als Typ? Können Sie auch mal aufbrausend sein oder sind Sie sehr entspannt am Eis? Na, ich glaube, ich kann auch sehr aufbrausend sein. Das gehört zum Sport dazu, Emotionen und ich finde das auch ganz wichtig und deswegen gehört alles dazu. Es geht ja das Gerücht, dass der Eishockeyspieler im Allgemeinen recht abergläubisch sei. Wie sieht es bei Ihnen aus? Es geht, glaube ich. Also es gibt Schlimmere wie mich. Natürlich ziehe ich auch erst einen linken Schlittschuh an oder irgend solche Dinge, aber ich meine, das hat, glaube ich, jeder Mensch, dass man erst einen linken Handschuh anzieht, einen Winterhandschuh oder erst einen rechten, je nachdem, aber es gibt schon einige, die übertreiben es.